Hallo und herzlich willkommen zu Eure Truck Simulator. Ja, heute geht es weiter ohne Sascha. Ja, ich wäre mal sehr angetan, wenn ihr vielleicht in die Kommentare schreiben würdet, wie ihr es denn mit Sascha gefunden habt. Ja, ich kann ja nochmal erzählen, Sascha ist ja, also wenn ihr den Part noch nicht gesehen habt, dann guckt euch den auf jeden Fall mal an, den letzten. Ja, Sascha, ich kenne Sascha jetzt bestimmt schon, jetzt nicht unbedingt persönlich, aber ich glaube, zum ersten Mal gefunden habe ich den so vor 2,5 Jahren und ja, immer der Tech-Blogger Nummer 1 für mich. Und ich war sehr angetan, dass er dann ja Lust hatte, dabei zu sein. Aber heute geht's halt nochmal alleine weiter. Ja, aber das wird schon besser. Also demnächst bestimmt wieder mit Gast. Gerade im Hintergrund noch am Rendern bzw. Encodieren. Da habe ich gerade ein bisschen viel zu tun. Ich habe nämlich im Moment ein Problem. Ich mache jetzt das Hardcore-Projekt auf der Tourverse Map und die Parts, die haben so 3,5 Gigabyte, sagen wir mal, was so bei mir im Moment so 6 Stunden hochladen bedeutet. Und ja, dann wird zeitlich halt immer eng. Und deshalb muss ich irgendwie alles in den Tag hinein quetschen und das ist im Moment alles ziemlich anstrengend. Übrigens, den ganzen Schaden, den wir jetzt haben, mit 93%, 34%, der ist größtenteils davon halt, dass uns Leute in der Wüste hinten reinfahren können, wenn es so steil bergauf geht. Ich glaube, der Darcy Hochsteiner hat das geschrieben. Danke dafür. Ich werde jetzt in Zukunft erstmal die Wüste meiden und ich denke, bei der nächsten oder übernächsten Aufnahme werde ich dann auch mal entsprechend vorgesorgt haben und mal das Update installieren. Vielleicht wird dann ja auch schon was besser. Man weiß ja nicht. Auf jeden Fall werde ich nach dieser Fahrt doch erstmal gucken, dass ich aus Afrika rauskomme. Also einen Auftrag kriege, der hier rausführt. Einfach weil mit dieser Schaden extrem auf den Sack geht und mal unter uns, wir verdienen jetzt an den Auftrag gar nichts. Über 2000 Kilometer für nichts gefahren sozusagen. Regt auf, aber ich möchte ihn ungern neu laden, weil ich nicht glaube, dass ich es ohne Schaden halt schaffe. Gerade da durch die Wüste. Wir fahren jetzt einfach und machen das Beste draus. Ja, apropos zum Thema das Beste draus machen. Ich muss jetzt gleich noch eben Referat vorbereiten für morgen. Ich bin ja gerne so ein spontaner Typ. Irgendwie, ich muss auch ganz ehrlich sagen, das ist ein Punkt beim Let's Playen, der mich auf jeden Fall in der Schule weitergebracht hat. Also dieses freie Reden beim Referat, das ist das, was mir relativ leicht fällt. Also es gibt ja ganz viele, die dann sich irgendwie inhaltlich super vorbereiten und dann da vorne stehen und die Zähne nicht auseinanderkriegen. Ich bin dann eher so, dass ich mich kaum vorbereite und improvisiere und im Endeffekt ist dann das häufig besser. Auch wenn ich, sag ich mal, gar nicht so viel Vorarbeit leiste. Beziehungsweise immer nur das für mich persönlich gerade als Minimum empfundene. Ich bin irgendwie so ein bisschen Minimalprinzip. Aber zum Beispiel Naturwissenschaften war letztens richtig cool, da habe ich ein Referat vorbereitet. Mal eben so am Vorabend um 12:30 auch eingefallen, ach, das könntest du eigentlich zu morgen machen. Du könntest dir aussuchen, ob du das für nächste Woche oder für morgen machst. Ja, machst du für morgen. 12:30 gerade fertig mit hochladen und aufnehmen, also 12:30 nachts. Beziehungsweise dann morgens vom nächsten Tag schon, an dem ich das vorstellen muss. Musst du nochmal eben alle Fakten schnell auf den Zettel geschmiert und auf dem Weg zur Schule auswendig gelernt und in der Schule dann mal eben runtergerasselt, natürlich schön. Das ist übrigens ein super Tipp, wenn ihr euch Sachen gut merken könnt, nehmt euch keinen Zettel mit nach vorne, wenn ihr mal irgendwie so Vorträge hält. Weil so ein Zettel sieht immer so aus, als wäre man sich nicht so sicher. Und wenn man da ohne Zettel steht, dann strahlt das einfach direkt so Sicherheit aus und das kommt immer gut an, erfahrungsgemäß. Da sind alle eigentlich immer von begeistert, wenn man sowas ohne Zettel macht. Denken die sich mal, oh, der hat's aber verstanden. Und ja, bei dem Thema, ich weiß gar nicht, was war das nochmal? Ich überlege gerade. Das wäre jetzt peinlich, wenn es mir nicht einfällt. Papierherstellung und ja, Holzfällen und so weiter für die Papiere. Ja, das war eine coole Geschichte und das war irgendwie auch so ein Thema. Das war für mich relativ klar. So Ursachen und sowas. Da muss ich halt nur noch ein paar Fakten, die vielleicht noch ganz interessant sind und so dazu auswendig lernen und ein bisschen gliedern. Und dann habe ich das halt am Vorabend eben im Kopf gehabt
Und dann konnte ich das auch ohne Zettel vortragen. Und einfach, wenn man da ohne Zettel steht und dann trotzdem da inhaltlich was halbwegs Gutes bringt, dann hat man meistens bei den Lehrern schon ziemlich gut vorgesorgt. Die freuen sich dann. Dann wirkt das immer sehr engagiert, mal so als Tipp unter uns. So. Ich werde jetzt aber mal hier mit dem Peter-Bild, ich mache das jetzt einfach so, dass ich diesen Auftrag in dieser, also wenn ich jetzt schon keine großen Themen und keine Gäste vorbereitet habe, will ich zumindest für alle, die dieses Spiel immer noch sehr feiern, werde ich jetzt mal den Auftrag beenden, sodass ihr das nicht erst im nächsten Part habt. Weil das ist jetzt für mich nicht das größte Problem. Eure Truck Simulator lädt auch nur 1 bis 2 Stunden hoch und nicht da irgendwie so 6, 7, 8, je nach Partgröße. Was ich da gerne im Moment bei Landwirtschaftssimulator. Ah, diese Mutterfehlfunktion. Ich werde, glaube ich, auch, wenn ich da bin und von da aus irgendwie zu einem Volvo-Händler kommen, mir mal den Volvo holen oder vielleicht einen anderen Truck mal sehen. Okay. Ich glaube, das war gerade die Kreditrate, die 5.700 oder so. Ja, sonst hätten wir eigentlich, sonst haben wir eigentlich kaum was abgezogen wird. Mutterfehlfunktion, also ehrlich. Komm. Ja, ist auch kein Wunder bei so viel Schaden. Muss man ja auch mal erwähnen. Du biegst jetzt hier vor mir ab, dann gibt es aber... Hätte ich ein paar PMS mehr, ich würde dich schieben bis... Also man merkt schon, ich bin ein bisschen von den Aggressionen her heute ein bisschen geladen, weil ich ehrlich gesagt ganz gerne einfach nur diese Fahrt hinter mich bringen möchte. Schaden haben wir wieso bis zum geht nicht mehr. Viel schlechter geht nicht. Gerade die, was die Ladung angeht, obwohl der LKW 34%, habe ich bei einer relativ ernsthaften Fahrt auch noch nie geschafft. Das kommt halt auch durch die Auffahrunfälle zum größten Teil. Ich will jetzt nicht bestreiten, dass ich nicht besser fahren könnte, aber auf jeden Fall... Das meiste kam halt dadurch, dass uns Leute hinten reingefahren sind in der Wüste. Ich glaube, privat war mein höchstes so 26% am Schlepper bzw. am Truck. Und hinten, ich glaube, da hatte ich mal 40, nachdem ich mich mal gedreht habe. Und manchmal bin ich dann so, ach komm, bevor du jetzt 1500 Kilometer nochmal fahren musst, denkst du dir mal, machst du lieber nochmal von vorne, fährst einfach weiter. So. Ich möchte ein paar PS mehr. Außerdem, ganz ehrlich, mittlerweile möchte ich auch mal das andere Cockpit wieder. Jetzt sind wir bestimmt, ja, lass mich nicht lügen, 10 Parts oder so mit dem schönen Truck hier gefahren. Und der hat auch mir auch immer Spaß gemacht, vor allen Dingen, weil man damit so schnell fahren kann, wie man möchte. Und man immer gut auf dem Boden liegt, sag ich mal hier so. Also man kann auch bei großer Geschwindigkeit noch ganz gut hier rumkommen. Der andere LKW, der kippelt immer mehr so ein bisschen in den Kurven. Ja, muss man halt mit leben. Dafür ist der andere halt auch wendiger beim Einparken. Dann werde ich demnächst auch mal wieder ein bisschen mehr einparken, denke ich. Ich glaube, ich weiß noch nicht, ob ich dieses Mal einparke. Das behalte ich mir jetzt noch vor. Das kommt ein bisschen darauf an, wie viel Lust ich gerade habe, weil für den Auftrag ist mit 93% Schaden. Da bin ich froh, wenn der hinter mir liegt. Ich weiß also noch nicht, ob ich mir da die 20 EP oder was das sind, wirklich einheimsen möchte fürs Automat, fürs richtige Abladen. Vielleicht lasse ich mit denen da auch einfach einparken. Das wird, denke ich, eine spontane Entscheidung. Aber für sowas hier finde ich den Ami-Truck einfach echt geil. Also so bei 100 kann man damit einfach perfekt immer noch über die Fahrbahn leiten, ohne dass der hier irgendwie Stress macht. Als wir den gekauft haben, war ja auch noch der Kadett dabei. Wenn ihr wollt, kann ich den auch mal wieder einladen. Das sind so Gäste, da macht das Einladen weniger Probleme, weil ich mit Kadett halt sehr viel zu tun habe, wegen Landwirtschaftssimulator und so. Da kann ich schon mal eher sagen, ach komm, hast du mal Lust, für eine halbe Stunde eben mit in den Truck zu springen. Und dann klappt das relativ gut. Und bei Leuten, ich sag jetzt gerade bei Sascha Pallenberg, da war das halt doch schon relativ schwer. Also ich habe ihn mehrmals gefragt, beim ersten Mal war er direkt total begeistert, aber ein sehr viel beschäftigter Mann und dann muss man halt immer gucken. Er hat mir immer, also wir hatten einmal einen Termin, da hat er mir dann irgendwie, ich weiß nicht, 6, 7 Stunden vorher gesagt, geht nicht. Was ich dann auch noch ganz gut finde, weil ich kenne auch Leute. Okay, jetzt ist endgültig hier Schluss mit den... ...49% vorne, das Ding ist, da kannst du verkaufen. Da muss jemand ein Geld geben, damit er dir das wegnimmt.
Mann. Ich war hier echt wie so eine Abrisskugel. Ich werde das jetzt mal ändern. Also ich kaufe mir jetzt nochmal irgendwie einen anderen Truck. Keinen Ami-Schlitten mehr. Der ist dann vielleicht noch ein bisschen übersichtlicher. Und dann werde ich mal gucken, dass das alles ein bisschen vorsichtiger wird. Aber ich muss sagen, ich finde die Map hier immer noch schön. Da habe ich gar keine Probleme mit. Ah. Ja, toll. Da kommt noch ein Schild. Dann... Was ich weiß ist... Was mache ich hier? Ah, 97 und 52. Tja. Ich würde sagen, wir haben es gleich... Komm, spring an, du Scheißding. Ja? Ah, er fährt wieder. Ja... Ich würde sagen, er hilft nur noch die Kugel in den Kopf und fertig. Mann, das regt mich jetzt aber auch gerade auf, ganz ehrlich. Da will man einfach mal schnell so seine Aufgaben erledigen und dann passiert sowas. Da könnte ich schon wieder. Nein, wird schon. Ah, aber ich bin mir jetzt auch irgendwie... Ich werde dir mal hier einen Angestellten geben, wenn wir noch einen einstellen können. Ansonsten lasse ich den so irgendwie stehen. Ich weiß es nicht genau. Müssen wir mal gucken, was ich... Auf jeden Fall probiere ich jetzt einen neuen LKW zu kriegen. So schnell wie möglich. Weil ich ehrlich gesagt auf den hier so ein bisschen keinen Bock mehr habe. Ich habe Angst, den auszumachen. Weil der eventuell nie wieder angeht. Ja, halten wir ihn in Bewegung. Jetzt bergauf ist ein kleines Problem. Da muss er dann noch ein bisschen mehr Kraft aufwenden. Aber es scheint mir so, als würde es gehen. Ja. Ich glaube, jetzt würde er nicht mehr ausgehen. Ich finde das Lenkrad auch irgendwie... Also ich muss schon sagen, der Truck an sich ist eine coole Geschichte. Seitdem werden die Parts auch immer etwas größer, weil der halt vorne so ein bisschen mit Chrom und so alles ein bisschen mehr ist. Ich wollte jetzt gerade mal ein bisschen mehr das Lenkrad zeigen. Und deshalb gehe ich in diese etwas eigenartige Sicht. Ah, ich mag das. Eigentlich ist die Übersicht, naja. Man fährt halt ein bisschen mehr nach Gefühl, wie breit das da vorne ist und wie weit und so weiter. Aber, naja, ich ärgere mich echt über dieses hier. Das ist einfach BAM. Was soll das? Ganz ehrlich. Das geht doch nicht. Wow. Ist auch wieder hart hier um die Kurven. Aber irgendwie schaffen wir das schon. Ich probiere hier nochmal alles rauszufahren. Im Prinzip kommt es jetzt auf 1-2% auch nicht mehr drauf an. Der Auftrag ist sowas von gelaufen. Mann. Und ich wollte mich im letzten Part noch nicht mal darüber aufregen, weil ich halt den Sascha dabei hatte und froh war, dass der halt ja schön erzählt hat, weil ich mich selber darauf sehr gefreut hatte. Was er dann so, ja, auch teilweise Privates zu erzählen hatte. Weil ich halt doch schon ein kleiner Fan bin davon. Gut. Unter 200 Kilometer jetzt, das geht ja noch. Ja. Probiere noch alles rauszuholen. Wenn wir immer über 90 fahren, dann sollten wir eigentlich da auch noch schneller da sein, als das Navi uns sagt. Das Navi sagt uns ja im Moment 3 Stunden und 4 Minuten. Und wenn wir hier über 90 fahren, dann sollten die Minuten Motor 4 Funktion bis auf 0 runter. Toll. Jetzt will er noch nicht mal wieder angehen. Nersen. Geh an. Geh an. Ja, ein kleiner Trick ist vielleicht ein bisschen im Leerlauf und dann mal drauf treten. Jetzt haben wir direkt wieder Zeit schlecht, ja, nicht rausgeholt. Das nervt mich. Weißt du sowas, das braucht man einfach nicht. Das ist einfach unnötig. Licht können wir eigentlich anlassen, einfach mal zur Sicherheit. Hoffentlich kommen wir schnell wieder auf Touren. Ich will jetzt einfach nur noch durchziehen, diese Tour.
Ich hab's echt satt hier. Afrika, ich find's zwar cool gemacht, aber dieses mit der Wüste, dass uns das so viele, ja, so viel Schaden eingebracht hat, das ist echt frech. Ich weiß nicht. Ich werde bestimmt 60.000 für eine Reparatur ausgeben, plus quasi kein Gewinn für diese Fahrt. Ja, würde ich sagen, sind wir jetzt so. Ja, es waren eigentlich jetzt nur vier Parts, weil das mit Sascha, das waren ja eigentlich fünf. Also eigentlich neun Parts wären es gewesen, die wir jetzt hier umsonst gekruist sind. Mann. Das Blöde ist, ich kann es noch nicht mal so wirklich irgendwie umkehren. Ich könnte jetzt natürlich den ganzen Auftrag nochmal machen, wenn ihr das wollt. Wow. Ich habe es tatsächlich geschafft, den US-Truck fast auf die Seite zu drehen. Das hat mich jetzt so ein bisschen gerade an Test Drive Unlimited erinnert. So. Ich werde hier die ganze Zeit in Skype angeschrieben, sehe ich. Gerade auf dem zweiten Monitor von acht Leuten. Teilweise mehrere Nachrichten. Ups. Und das alles in den letzten paar Minuten, wo ich jetzt aufnehme. Aber diesen einen Part, den werde ich jetzt einfach mal durchziehen. Ich kenne jemanden, der heute nicht durchzieht. Und das ist dieser Scheiß-Truck. Ich will den loswerden. Ich kaufe mir bald einen neuen, genau nochmal denselben. Der macht ja, der ist ja komplett unzuverlässig. Das macht mich jetzt echt sauer. Geht doch nicht. Also wirklich. Was soll das denn? Ich bin sonst nie so emotional, wenn es um sowas geht, aber heute, ich weiß auch nicht. Immer drauf. Was auch noch so eine Sache ist, ich wollte mal darüber sprechen. Ich mache ja im Moment Minecraft mit Chewie Films, dann den Euro Truck Simulator und täglich Minecraft Hardcore. Die nächste wird noch ein zweites Landwirtschaft Simulator. Nicht Minecraft Hardcore, Landwirtschaft Simulator Hardcore. Die nächste wird noch ein zweites Landwirtschaft Simulator kommen. Nämlich dann mehr oder weniger das Gegenteil von der Hardcore. Nicht jetzt unbedingt leicht, aber halt mit riesigen Maschinen und so weiter auf riesigen Feldern. Einfach als Alternative, aber das wird wohl nicht ganz so viele Parts bekommen wie das Hardcore. Wahrscheinlich kommt es dann auch nicht so regelmäßig. Da werde ich einfach ein bisschen gucken müssen. Und du gehst jetzt wieder an. Habe ich ihn? Ja, ich habe ihn gerettet, bevor er unter 40 gefahren ist. Aber ich dachte mir eigentlich, hier, die 500 Kilometer, die ziehst du jetzt eben nochmal durch. Und dann nichts da. Mann. Das regt mich jetzt echt auf. Wie viele Kilometer sind es noch? Klar, über 100. Ey, was soll das denn? Ach genau, was haltet ihr wovon eigentlich? Was habe ich da gerade? Ich habe jetzt gerade in der Nachricht gekriegt, was ich wovon halte. Was haltest du von den Gerüchten zur Gran Turismo Nachfolger? Also, soweit ich weiß, der Nachfolger von Gran Turismo 5 soll ja Gran Turismo 6 sein. Wen wundert's? Und der müsste jetzt bald rauskommen, beziehungsweise angekündigt werden. Und das soll wohl irgendwie eine Kreuzung werden aus, ja, für zwei Konsolen, für die PS3 und schon für die PS4. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, ich werde mir kaufen. Weil ich glaube, bis dann wirklich ein vollwertiges Spiel kommt, was dann nur noch für PS4 ist, wird noch so lange Zeit vergehen, dass sich das schon lohnt. Gerade weil ich gerne Gran Turismo mag. Und dann möchte ich eigentlich auch mal wieder was Neues da haben. Und ich glaube, je nachdem, wenn man wirklich mal Gran Turismo mag, dann kann man auch mal ein paar Euro dafür ausgeben und dann damit ein, zwei Jahre Spaß zu haben. Das ist eigentlich ganz okay, finde ich. Muss natürlich jeder selber wissen, wenn er dann lieber jedes zweite Spiel oder so kauft. Ich habe auch Spiele, da muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe zum Beispiel ein COD MW1, also COD4. Und ich muss sagen, dass mich nichts, aber auch gar nichts zu den neuen Teilen zieht. Dabei muss man aber auch sagen, ich habe MW1 so gut wie nie gespielt. Also im Prinzip ist das auch jetzt nicht so, was für mich so interessant ist. Was ist noch so ein Spiel, wo ich nur jedes zweite kaufen würde? Vielleicht Anno. Da habe ich das 1404 hin. 2070 habe ich mir nicht gekauft.
Das hole ich mir vielleicht irgendwann mal, wenn die Gold Edition davon für 10 Euro oder sowas. Das mal in so einer ja, Restebox liegt, mehr oder weniger. Ja. Ich finde das immer interessant, wenn wir genauso viele Minuten fahren müssen wie Kilometer. Das finde ich immer richtig super. Da freue ich mich immer. Das fand ich privat schon irgendwie immer. Dann weiß man irgendwie, bald ist es geschafft. Wir haben es nicht mehr so weit. Nur noch ein bisschen draufbleiben am Gas. Hoffentlich wirken wir den nicht mehr ab. Bis zum Ende. Hier ist noch ein Flughafen. Vielleicht können wir damit ja noch nach Hause fahren. Dahin, wo wir nicht gecrashed werden. Das wäre ja wunderbar. So, und wir müssen jetzt rechts runterfahren, wenn ich das richtig sehe. Wie ist das hier gelöst? Ist das guten LP sicher? Tripoli, Flughafen. Ah, cool, wir sind die einzigen, die hier abbiegen. Wunderbar. Ah, 60 sollte eigentlich zum Abbiegen gehen. Dann einfach nur immer hier ohne Gas zu geben, locker runter lenken. Ah, ganz unten hier ist halt dieser Wendekreis von den USA-Truck nicht so gut. Da muss man dann nochmal ein bisschen am Ende runter begehen mit dem Tempo. Aber jetzt hier nochmal eben hoch beschleunigen. Mittlere Spuren, Vollgas. Hoffentlich wirkt er uns nicht wieder ab. Aber den spendiere ich dann bei nächster Gelegenheit mal eine kleine Reparatur. Beziehungsweise vielleicht gebe ich den auch in Zahlung. Ich weiß es nicht genau. Das wäre, glaube ich, auch eine Alternative, weil ich glaube, wir können keinen Fahrer im Moment einstellen. Und ja, ich weiß nicht, ob ich noch so viele Fahrer haben möchte. Die bringen jetzt schon so viel Geld. Ihr könnt das ja mal gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr wollt, dass wir hier mal so ein richtig krasses Fahrernetz aufbauen. Dann würde ich das wohl auch mal als Ziel machen, aber ich glaube, ich werde den hier sogar in Zahlung geben. Wow. Da sind wir wieder so ein bisschen entlitten. So. Motor 4 Funktion. Der macht mich fertig. Ein Kilometer. Noch nicht mal ein Kilometer vom Ziel. Säuft der eiskalt ab. Ihr wollt mich leiden sehen, ganz ehrlich hier. Das ist echt blöd mit den ganzen Schaden. Ja, ja, den habe ich jetzt noch extra mitgenommen. Und was ich jetzt bestimmt nicht machen werde, nach so viel Schaden, ist einparken. Rücksichtslos. Das, so finde ich das Fahrverhalten von meinen Mitmenschen hier im Straßenverkehr. Oh, wir kriegen sogar ein paar Erfahrungspunkte, sogar richtig viele. Habe ich gar nicht mit gerechnet. Okay. Hochwertige Fracht wollten wir skillen in Zukunft. Ich mache das einfach alles nacheinander. Ich sehe da jetzt nicht so viel Sinn drin, da eine dolle Strategie zu verfolgen. Wir haben sogar noch richtig Geld gekriegt, über 100.000. Oder ziemlich genau 100.000. Meiner Meinung nach grundlos, aber gut. Der einzige Vorteil, den wir jetzt so haben, dadurch, dass wir jetzt keine Ladung haben, ich fahre jetzt einfach mal hier rechts, ich gebe jetzt mal richtig Gas. Der größte Vorteil, den wir hier haben, ist, dass wir keine Ladung haben und der besser zieht. Und dann geht der auch nicht so schnell kaputt. Erfahrungsgemäß. Im nächsten Part werden wir dann mal einen LKW kaufen, würde ich sagen. Tschüss.